26 ICE nehmen auf der Linie 6 Hamburg-München den Betrieb auf. Die Fahrzeiten reduzieren sich zum Teil erheblich. Auch die Fahrpreise steigen. Der ICE-Zuschlag wird eingeführt. Zusammen mit der Neubaustrecke Hannover-Würzburg wird auch die neue 99 Kilometer lange Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart eröffnet. Auf insgesamt 426 Kilometern kann nun mit Tempo 250 bis 280 gefahren werden. Der ICE 1 oder die Baureihe 401 ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h zugelassen. Bis 1993 werden 60 Züge in Dienst gestellt. Die bis zu 411 Meter langen Züge können nicht ohne weiteres getrennt werden. Sie sind als sogenannte Vollzüge unterwegs. Gewöhnlich werden die Einser aus 12 Mittelwagen und 2 Triebköpfen gebildet. Charakteristisch ist der höhere Speisewagen. Auf der Neubaustrecke Würzburg-Hannover finden sich viele monumentale Kunstbauten. Die Rombachtalbrücke ist die zweithöchste Eisenbahnbrücke in Deutschland. Bis zu 700 Sitzplätze können angeboten werden. Viele davon in Großraumabteilen. Die Wagen sind innen 20 cm breiter als herkömmliche IC-Züge. Die erste Klasse ist in Abteile und Großraumbereiche unterteilt. Die zweite Klasse hat eine 2+2 Bestuhlung. Ein Teil ist mit Tischen ausgestattet. Im Bordrestaurant können bis zu 40 Personen einen Sitzplatz finden. Jeder Triebkopf verfügt über eine Leistung von rund 5000 Kilowatt. Beide Köpfe sind über Traktionsrechner miteinander verbunden und arbeiten so völlig synchron. Einfahrt in den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Der Bahnhof ist im Rahmen der Neubaustrecke neu entstanden. Alle ICE-Züge halten hier. Die Querung der Kasseler Berge war für die Ingenieure eine Herausforderung. Weiter nördlich verläuft die Strecke jetzt weitgehend in der Ebene. Die Landschaft rauscht bei 250 km in der Stunde im Zeitraffer vorbei. Fast schnurgerade liegen die Gleise.
Die Kilometrierung der Neubaustrecke beginnt in Hannover. Ab dem Kilometer 33,2 erreichen wir den 3.687 Meter langen Escherberg-Tunnel. Einfahrt in den Hauptbahnhof Hannover. Auch die niedersächsische Landeshauptstadt ist ein wichtiger ICE-Knoten. 5 Linien halten hier. Im Stundentakt sind ICE von München nach Hamburg und umgekehrt unterwegs.